Nach der Terrorwarnung gestern Abend beim Musikfestival Rock am Ring haben die Ermittler Entwarnung gegeben. Bei einer Durchsuchung des Geländes wurden keine verdächtigen Gegenstände gefunden. Das Festival wird seit dem Nachmittag fortgesetzt. Die drei gestern festgenommenen Verdächtigen wurden am Morgen wieder freigelassen. Nach Angaben der Koblenzer Polizei wird aber weiter gegen sie ermittelt. In ihren Wohnungen seien verdächtige Gegenstände sichergestellt worden. Als wäre nichts gewesen. Bei Rock am Ring feiern die Fans eine riesige Freiluftparty. Aus Freude, ihre Bands doch noch zu sehen und aus Erleichterung, dass sich der Anschlagsverdacht nicht bestätigt hat. Das ist gut, weil ich hätte keine Lust, heute nach Hause zu fahren. Wir vertrauen einfach darauf, dass die Polizei ihren Job gut macht. Die hält sich im Hintergrund und lobt das Verhalten der Fans bei der gestrigen Räumung des Geländes. Ich muss wirklich ein Kompliment an die Festivalbesucher machen. Sehr diszipliniert, es kam zu keinen Schwierigkeiten. Veranstalter Marek Lieberberg hatte die Unterbrechung schweren Herzens mitgetragen. Der Innenminister von Rheinland-Pfalz rechtfertigt nochmals die Entscheidung. Wir haben dann immer betont, ich als Person, aber das galt für alle, die gefragt wurden, Sicherheit geht vor und Sicherheit der Besucherinnen und Besucher steht über allem. Das ist die Maxime und keine andere kann gelten. Die ganze Nacht hindurch hatte die Polizei das Festivalgelände durchkämmt. Gleichzeitig wurden drei Männer vorübergehend festgenommen. Sie sollen der Salafisten-Szene angehören. Mindestens einer soll über Mitarbeiterausweise Zugang zum Sicherheitsbereich von Rock am Ring gehabt haben. Hinweise auf einen Anschlag fand die Polizei bisher nicht. Trotz der Entwarnung gehen die Ermittlungen gegen die drei Männer weiter. Von den Festivalbesuchern sind nur wenige abgereist. Die große Mehrheit will umso ausgelassener feiern. Und das noch bis morgen am späten Abend.